Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Wochen und Monaten haben wir hier im Deutschen Bundestag viele Debatten darüber geführt, wie unsere Erwartungshaltung bezüglich der Klimaverhandlungen in Paris sind. Und wir haben auch Anträge formuliert. Wir alle haben unsere Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass wir ein umfassendes, ambitioniertes, völkerrechtlich verbindliches Abkommen wollen. Und heute sind wir hier wieder zusammengekommen und können sagen, wir haben das geschafft. Am Samstag um ca. 19.30 Uhr fiel der Hammer und man kann es wirklich so formulieren, es wurde Klimageschichte geschrieben, meine Damen und Herren. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders und ganz herzlich bei Ministerin Barbara Hendricks und ihrem sehr engagierten Team bedanken. Das ist wirklich eine Leistung, auf die Sie zu Recht stolz sein können. Vielen Dank. Ja, viele Kommentatoren sagen, dieses Abkommen ist historisch. Und ich möchte an drei Punkten darlegen, warum dieses Abkommen aus meiner Sicht historisch ist. Zum Ersten. Erstmals haben sich knapp 200 Staaten der Welt geeinigt auf ein ambitioniertes Klimaabkommen. Am Ende, in der zweiten Verpflichtungsperiode von Kyoto, waren nur noch 37 Staaten mit an Bord. Jetzt sind alle Staaten der Welt wieder dabei. Und das ist allein schon ein Riesenerfolg. Alle Staaten haben an einem Strang gezogen, ob große oder kleine Staaten, ob arme oder reiche Staaten. Alle haben sich dazu verpflichtet, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und darüber hinaus hat man eben auch noch eine starke Formulierung zum 1,5-Grad-Ziel in den Text hineinverhandelt, eben dass sich die Vertragsstaaten anstrengen müssen, auch ja, diese globale Erderwärmung auf sogar nur 1,5 Grad zu begrenzen. Das war ein wichtiges Signal an die Inselstaaten, die wirklich ja, vom Untergehen bedroht sind und die darauf gewartet haben, dass ein solches Signal von Paris ausgeht. Und dass es gelungen ist, dieses 1,5-Grad-Ziel auch zu verankern im Text, das ist zum einen auch ein Verdienst von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zu Beginn der Klimaverhandlungen in Paris ja als eine der wenigen, wenn nicht sogar die als einzige der Staats- und Regierungschefs dieses 1,5-Grad-Ziel auf Empfehlung von Frau Hendricks deutlich auch erwähnt hat. Und das war schon ein Signal, das hat aufhorchen lassen. Und es war natürlich dann auch möglich geworden dadurch, dass die Umweltministerin, auch Deutschland war da wirklich an vorderster Front dabei, es geschafft hat, dass sich die Koalition der Ambitionierten gebildet hat, wo eben die verschiedensten Staaten mit dabei waren und die alte Denke aufgebrochen wurde, die Trennung zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern. Es war die EU mit an Bord, die USA, Brasilien, Mexiko, aber eben auch zum Beispiel die Marshallinseln. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein emotionaler Moment war, als sie dann wirklich vereint, Seite an Seite auch in den Saal zusammen hereingelaufen sind und dieses Signal ausgesendet haben. Wir wollen, dass auch die Ambition wirklich deutlich verankert wird im Text. Das war der erste Punkt, warum das Abkommen historisch ist. Historisch ist es eben aber auch, weil der völkerrechtlich verbindliche Überprüfungsmechanismus, den wir immer gefordert haben, hier in so viel Plenarreden, und ich weiß nicht, wie viele es wirklich für möglich gehalten haben, dass der kommt, dass der jetzt auch im Text steht und eben regelmäßig alle 5 Jahre überprüft wird, zweierlei Dinge, ob die einzelnen Vertragsstaaten ihre eigenen nationalen Verpflichtungen einhalten und zum Zweiten, es wird auch regelmäßig Bilanz gezogen, wie weit ist man vom globalen Ziel entfernt und wie muss man noch nachschärfen. Der dritte Punkt, warum das Abkommen historisch ist, ist aus meiner Sicht, dass die Klimafinanzierung zustande gekommen ist. Wir haben immer gesagt, wir können den Klimawandel nicht alleine bekämpfen. Wir brauchen dafür alle Staaten der Welt und eben auch die Entwicklungs- und Schwellenländer. Aber diese brauchen unsere Unterstützung. Ab 2020 haben sich die Industrieländer verpflichtet, die 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Und auch da hat Deutschland wieder Signale ausgesendet. Und
Und auch Entwicklungsminister Müller, dem ich hier ausdrücklich danken möchte, hat während der Konferenz auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass zusätzlich 3 Milliarden Euro für erneuerbare Energien in Afrika zur Verfügung gestellt werden. All das hat dazu geführt, dass wir eben Klimageschichte geschrieben haben. Und zuletzt, wenn mir das die Präsidentin noch erlaubt, ich möchte, dass dieses Abkommen wirklich auch für die Wirtschaft als Chance begriffen wird. Ökonomie und Ökologie sind keine Gegensätze, sondern wenn wir uns jetzt als Deutsche an die Spitze stellen, was die Entwicklung von Umweltinnovationen, von CO2-armen Technologien angeht, dann kann die Bekämpfung des Klimawandels gleichzeitig auch ein wichtiger Baustein für Wachstum und Arbeitsplätze sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Annalena Baerbock für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.